Noch ein bisschen beim Thema. Ich begrüße recht herzlich die Körpersprache-Expertin Caroline Kröll. Bitte. Morgen, Frau Kröll. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Nicht auf das, was gesagt wurde, sondern auf das, was man so im Gesicht stehen hatte bei den beiden oder mit den Händen versucht hat, auch umzusetzen. Schauen wir mal auf die Gesichter. Was kann man da eigentlich lesen? Ja, man kann eine Menge lesen. Da kann man viel sehen, ob die Spannung da ist, ob der Stresspegel hoch ist, ob jemand bei sich ist, beim Publikum oder halt im inneren Dialog. Ich glaube, wir haben die Bilder auch vorliegen, liebe Regie, um das einfach mal ein bisschen plastischer zu machen. Genau, gucken wir doch mal rauf. Ja, hier lacht Herr Steinbrück ernsthaft mal, also wirklich ein echtes freundliches Lachen, oft war es ein Höflichkeitslachen. Und genau hier, das ist ganz spannend zu sehen, dass Angela Merkel jetzt den Kopf hochhebt, zu ihm guckt und ihn auch leicht verächtlich anschaut. Sie sehen das, ja, das ist ja auch nochmal in der Zeitlupe. Also, was erzählt Herr Steinbrück da? Unterdrückte Aggression, wenn man den Kopf so leicht hochnimmt. Ganz spannende Geschichte, ja. Insgesamt hatte man den Eindruck, dass Steinbrück etwas angriffslustiger wirkte oder täuscht das? Also er wirkte insgesamt vom Inhalt her angriffslustiger in jedem Fall, doch die Gestik kam doch mehr von Frau Merkel, die eingesetzt wurde. Die aber, und da können wir vielleicht auch noch mal drauf gucken, die so ein bisschen müder wirkte, oder ist das in dem Fall Konzentration? Das kann auch Konzentration sein, ja. Genau, hier, da regt sie sich ein Lächeln ab, aber hier, da geht er ziemlich nach vorn. Hier sieht man auch sehr schön, dass sie jetzt genau noch mal umschwenkt. Jetzt fängt sie an zu lächeln. Ah, die Kamera ist wieder auf mich. Sie hat also ganz professionell den Schalter umlegen können. Hm. Reden wir mal über dieser Blick von unten. Ja. Ein bisschen skeptisch das Ganze und dann die Übernahme des Wortes. Da. Genau, ganz das haben klar. Wir jetzt noch mal gesehen. Die Gestik, also was drückt die noch mal aus? Und vielleicht gehen wir da auch noch mal auf ein paar Bilder und Sie erklären mal, gerne, was Sie da sehen. Hier zählt sie auf, das kann man sehr gut sehen. Hier hat sie die vier Sachen aufgezählt, die Steinbrück auch vorher aufgezählt hat. Hier geht es in die Präzisionsgeste, das heißt, die Finger gehen zusammen und man kommt mehr ins Detail rein. Und hier geht sie mehr in die Aktion, das heißt, sie setzt die Faust ein, um zu sagen, und genau, da Präzision und Faust in einem, das heißt, sie will da Schwung reinbringen, sie will was machen und was erreichen. Dann gab es noch eine Situation, Frau Kröll, da Steinbrück antwortet auf Raab und der Herausforderer, der sozusagen aus der Reserve gelockt wird. Da können wir vielleicht auch noch mal raufschauen, um zu sehen, wie da die Reaktionen sind. Genau. Liegt nicht vor, höre ich gerade, das ist sehr, sehr schade. Insgesamt muss man aber sagen, so als Resümee, als Gesamteinschätzung, das, was wir gesehen haben, sehr sparsam. Zu sparsam aus Ihrer Sicht oder genau richtig, um eben nicht zu übertreiben, wie ich das jetzt zum Beispiel tue? Also die beiden sind ja jetzt eh nicht die emotionalen Kracher, muss man sagen. Und die halten sich natürlich jetzt erstmal zurück, um seriös wirken zu können, um sympathisch zu wirken. Und deshalb machen die jetzt gar nicht so viel, wie jetzt Sie gemacht haben oder was ich in der Regel in der Gestik mache. Weil man kann natürlich auch viel an der Gestik und den anderen Sachen ablesen. Und je weniger ich mache, umso weniger Angriffen. Ach so, ich dachte, umso besser ruhe ich in mir. Das wäre für mich ruhiger insgesamt. Ja, obwohl ich auch nicht immer sicher bin, ob man die Ruhe nur dahin. Man will ja auch jemanden haben, der auch kämpft. Genau. Und da könnte ruhig ein bisschen mehr Emotionalität rein. Caroline Kröll, danke für das Gespräch. Dankeschön.